Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Meich, für die netten Worte. Es sind noch kaum ein paar Minuten vergangen. Ich habe schon viel gelernt. Praktisch sind die Ingenieure, die anderen nicht. Das trifft, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was in der Automobilindustrie weit verbreitet ist. Aber ich denke, es gibt durchaus auch andere, die, sage ich mal, praktischen Input leisten können. Und das Thema heute ist ein spannendes. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Ich habe auch nur eine Botschaft für Sie, eine einzige Botschaft. Und die ist aber wichtig. Ich konzentriere mich auch auf Auto und Emotion und nicht auf was treibt den Markt. Ich bin weder das Orakel von Delphi, noch möchte ich irgendwo der Diskussion vorgreifen, aber einen wichtigen Punkt in der Diskussion machen. Wenn wir über Autos sprechen und über Ingenieure, dann denken wir ja, die Branche ist rational getrieben. Das ist im Kern die Idee. Frei nach René Descartes, der im 17. Jahrhundert gesagt hat, ich denke, also bin ich. Das, was uns von Menschen unterscheidet, ist unser Stammhirn. Das ging dann im Kern seit dem 17. Jahrhundert immer so weiter. Der Homo economicus wurde erfunden, Adam Smith, Sie erinnern sich daran. Und wir waren auch schlicht der Meinung, als überlegenes Lebewesen macht der Unterschied das Ding. Nun haben wir aber 99% unserer Gene, die identisch sind mit denen von Schimpansen. Und ich frage mich wirklich, wie viel Unterschied macht das 1% im tagtäglichen Leben, meine Damen und Herren? Ich fahre gerne Auto, ich fahre oft Auto, ich bin oft auf der Autobahn. Und wenn Sie da teilweise sehen, wie sich andere Fahrer verhalten und was die alles aus der Trickkiste ziehen, wenn sie sich irgendwo schlecht behandelt fühlen im Straßenverkehr, dann frage ich, hat das viel mit Denken zu tun oder hat das mehr mit Gefühlen zu tun? 1990 gab es dann den Umschwung. Das, was viele Psychologen theoretisch gut untermauern konnte, wurde bestätigt. Durch die funktionale Magnetresonanztomographie. Das ist ein Fenster ins Gehirn der Kunden. Und dieses Fenster hat aufgeräumt mit dem Vorurteil, wir denken, also sind wir. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Das kann man nicht stehen lassen. Heute gilt eher das, was Antonio Damasio gesagt hat, einer der großen Hirnforscher. Er meinte, ich fühle, also bin ich. Das ist eine Palastrevolution des Denkens. Jetzt bin ich wieder beim Denken. Warum? Er stellte fest, dass ein Patient, der eine Eisenstange bei einem Unfall ins Gehirn getrieben bekam, vollständig davon wieder geheilt werden konnte. Der Mensch konnte wieder reden, der konnte wieder sprechen, der konnte wieder Tätigkeiten vollziehen, aber er war nicht dazu in der Lage, selbst einfachste Entscheidungen zu treffen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Möchten Sie heute zum Mittagessen Fisch essen oder möchten Sie Fleisch essen? Er konnte es nicht. Und man stellte fest, dass der Grund dafür darin lag, dass Gehirnbereiche zerstört waren, unwiderruflich, die für Emotionen zuständig waren, aber nicht für Rationalität. Und daraus folgerte Damasio zu Recht, und das ist heute bekannt und belegt, Sie können keine Entscheidung ohne Emotion treffen. Frau Meich, Sie hätten das Beispiel gar nicht gebraucht mit den 80er Jahren. Denn Autos erzeugen immer Emotionen. Ich war in Podiumsdiskussionen dabei, da wurde überhaupt nicht mehr über rationale Argumente gesprochen bei dem Thema Elektromobilität, sondern da wurden sich nur gegenseitig Vorwürfe ausgetauscht auf höchst emotionaler Ebene. Manche hassen das Automobil, andere lieben es, aber sie verbinden damit immer und automatisch Emotionen. Das hat Auswirkungen auf unser Handeln und auch auf die Art und Weise, wie man einen Transformationsprozess begleiten kann. Prinz sagte so schön, wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Und da man es am besten bei anderen beobachten kann, greife ich auf ein klassisches und abgegriffenes Beispiel zurück, die Schuhe der Frauen. Warum braucht man das 100. Paar rote Schuhe, wenn man schon 10 Paar Schuhe im Schrank hat?
Fragen Sie Ihren Lebensabschnittspartner, es gibt immer eine Erklärung dafür. Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Warum braucht man in der Innenstadt einen PS-Boliden, wenn es doch nicht schneller als 50 Kilometer gehen sollte? Warum gibt es Menschen, die stolz sind auf eine Uhr und erzählen, sie haben sie gekauft, weil sie 1200 Meter tief tauchen können? Und wenn man sie fragt, tauchen sie denn, sagt sie, nein, das vertrage ich wegen den Ohren nicht, ich kann doch nicht mal schnorcheln. Und das ist die Idee von Prinz. Wir entscheiden mehr oder weniger emotional, aber wir finden immer eine rationale Begründung dafür. Wenn wir das jetzt weitertreiben, es gibt unterschiedliche Studien. Ich zeige Ihnen nur eine, die Bedeutung des Autos im Vergleich zum aktuellen Lebensgefährten ist an Nummer 2. Man könnte fast Angst haben, dass sich das möglicherweise sogar noch ändern könnte. Und andere Produkte wie das Handy oder das Internet fallen noch deutlich dagegen ab. Übrigens, bei den Jüngeren ist die Rangfolge völlig identisch. Völlig identisch. Und wenn die Leute sagen, es wird weniger Führerschein gemacht, dann vergessen sie auch, dass man das relativieren sollte, um die Zahl der Jugendlichen, die über die Jahre einfach gesunken ist. Und wenn man das relativiert, nimmt tendenziell natürlich die Zahl der Leute, die Führerschein machen, ab, aber nicht in dem Maße, in dem es kolportiert wird. Das sollte man auch ehrlich sein. Wenn man jetzt weitergeht und sich überlegt, was das bedeutet, dann können Sie das auf jeden Lebensbereich übertragen. Sigmund Freud, der große Psychologe, hat schon sehr früh gesagt, Menschen spüren nur den Unterschied. Und deswegen haben wir alle diese Marken untersucht, die Sie hier sehen, um einmal zu sehen, was macht denn den Unterschied zwischen starken und schwachen Marken, wenn wir mittels funktionaler Magnetresonanztomographie in die Köpfe der Kunden schauen. Wir haben das gemacht gemeinsam mit dem Professor Elger vom Life and Brain Institut an der Universität Bonn-Bad Godesberg und haben zunächst einmal mit klassischen Verfahren ermittelt, was sind starke und was sind schwache Marken. Und Sie sehen, die unterscheiden sich signifikant in Größen wie Markeneinstellung, Markenbindung, Markenvertrauen. Dann haben wir neue, unbekannte Marken entwickelt, um zu sehen, wie sind denn die Unterschiede im Gehirn zwischen diesen Marken. Auf der linken Seite sehen Sie unter anderem Marken wie Porsche und BMW. Auf der rechten Seite bei den schwachen Marken sehen Sie eine Marke, die wir alle kennen. Sie haben sie freundlicherweise genannt, Opel. Das zeigt übrigens, wie schwer es die Manager bei Opel haben. Nicht nur wegen der Mutter und dem Betriebsrat, sondern auch wegen der Marke. Ich zeige Ihnen ein paar Ergebnisse. Das sind übrigens die einzigen signifikanten Ergebnisse, die wir erzielen konnten in dieser Studie. Punkt 1. Starke Marken unterscheiden sich von schwachen Marken, weil sie positive Gefühle hervorrufen. Das überrascht nicht wirklich. Aber es ist der einzige zentrale Unterschied zwischen starken und schwachen Marken, BMW und Opel. Punkt 2. Schwache Marken unterscheiden sich von starken Marken, weil sie negative Gefühle hervorrufen. Negative, nicht neutrale. Das hat uns überrascht. Weil wir konnten vorher nur Neutralität messen bei den klassischen Messungen. Im Gehirn gab es aber den negativen Ausschlag. Übrigens, das wird sehr gut gespiegelt durch offene Assoziationen. Weil bei Opel kamen dann Assoziationen wie jeder Popel fährt einen Opel. Wohlgemerkt, die Qualität der Autos ist super. Da haben die toll dran gearbeitet. Sie haben schöne Modelle. Aber sie leben mit einem Vorurteil und mit negativen Emotionen. Was wir auch sagen können, ist, dass schwache Marken sich von unbekannten Marken dadurch unterscheiden, dass sie bei den schwachen Marken wissen, es gibt sie, es gibt einen Wissensabruf. Die unbekannten Marken lesen sie und damit können sie nichts verknüpfen. Aber in beiden Fällen unterscheiden sich diese Marken im Vergleich zu starken durch negative Gefühle. Stellen Sie sich vor, Sie haben jahrelang in eine Marke investiert und produzieren negative Gefühle. Das können wir übrigens übertragen und hart machen. In unserer Studie haben wir hier gefragt, Fahrer der Automobile, wie werden sie in Bezug auf Emotionalität, das ist ein Emotionscore, beurteilt, da ist Porsche und Mini on top.
Wenn Sie aber die Mini-Fahrer fragen, wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Minis, dann kann man nur eins sagen. Es gibt keine Marke, die wir gemessen haben, die ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis hat als Mini. Das sehen die alle und sind trotzdem glücklich mit dem Auto. Ja, was ist denn daran rational? Erklären Sie mir das. Das ist die IAA. Oben die postulierte Zukunft, keiner geht hin. Und unten die postulierte Vergangenheit, alle drücken sich die Nasen platt. Wenn Sie dann weitergehen und fragen, und das ist natürlich traurig, Frau Meich, aber da kann man dran arbeiten, meiner Meinung nach, wie ist denn das Thema Umweltfreundlichkeit zu beurteilen, dann sehen Sie, das ist im Ranking relativ weit unten. Und wir haben übrigens in anderen Bereichen repräsentativ für den Lebensmittelhandel eine Studie gemacht, was ist in der Zukunft wichtig. Da sagen natürlich alle Kunden, Nachhaltigkeit ist wichtig. Aber wenn Sie dann mal trennen zwischen dem Hardcore-Nachhaltigkeitsfans und den anderen, dann stellen wir plötzlich etwas fest, was widersprüchlich ist. Nämlich, für die, die Nachhaltigkeit ganz hoch halten, ist der Preis aber genauso wichtig wie bei allen anderen. Und das Thema Mental Convenience ist genauso wichtig wie bei allen anderen. Also schnell was warm machen, aber es soll nachhaltig sein. Wie geht das? Ich glaube, das sind Widersprüchlichkeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist meine simple Botschaft. Einfach und klar. Auto ist Emotion. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denken Sie an Ferry Porsche, der hat gesagt, das letzte Auto wird ein Sportwagen sein, natürlich ein Porsche. Ob das jetzt ein Porsche oder ein Ferrari ist, das sei mal dahingestellt. Aber glauben Sie mal eins, es wird kein Renault Kangoo sein. Vielen Dank.